Freunde des gepflegten Modellbaus. Ich habe das Internet durchforstet. Ich habe Bücher gelesen. Ja, ich lese auch Bücher. Und es hat mich sehr viele Jahre gebraucht, bis ich zusammengetragen habe, wie viele Möglichkeiten es gibt, Gleise zu altern. Es sind genau 25.471 verschiedene Möglichkeiten. Nicht mehr und nicht weniger. Ist die Wahrheit. Hallo, willkommen zum... Irgendeinen Scheiß muss man immer reden. Willkommen zu Leonthal zum 34. Teil, glaube ich. Es geht um Gleise altern. Das ist ein umfangreiches Thema, aber auch wiederum nicht. Gleich vorab, was ich zum Thema Gleise altern zu sagen habe, ist nicht die endgültige Weisheit. Ich habe sowieso keine endgültigen Weisheiten, sondern es ist meine Art und Weise, die ich mir im Laufe der Jahre angeeignet habe. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, 25.471, und man sollte nur einer Regel eigentlich folgen, nämlich ausprobieren für sich selber, was man machen möchte. Zunächst mal ein paar grundsätzliche Dinge, die ich mache, die auch einigermaßen anerkannt sind. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, Gleise zu altern. Warum man Gleise altern muss, soll ich das noch erwähnen? Muss man nicht unbedingt. Ne? Oder ich sag's vielleicht nochmal. Also so wie die Gleise rauskommen, die sehen halt, das kannst du vergessen. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Deswegen altern, wobei ich den englischen Begriff to weather eigentlich besser finde, nämlich verwittern quasi. Aber ist okay, wir wissen alle, worum es geht. Drei verschiedene Möglichkeiten. Erstens Airbrush. Zweitens der gute alte Pinsel. Drittens die gute alte Spraydose. Ich habe in der Vergangenheit genommen zwei Varianten, nämlich Spraydose und Pinsel. Airbrush habe ich nie genommen. Zu dem Thema komme ich aber später noch. Das ist das Erste. Das ist Geschmackssache, Ausstattungssache. Jemand, der schon mal mit Airbrush gearbeitet hat, liebt das vermutlich, liebt es mit Sicherheit. Ich mag Pinsel sehr gern. Ich benutze fast ausschließlich für allen möglichen Kram Pinsel. Man kann aber auch Spraydosen verwenden. Habe ich in der Vergangenheit gemacht, wenn man die richtige Farbe findet. Und da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Welche Farbe? Ich verwende Acrylfarben, und zwar, wenn möglich, wasserlöslich. Warum? Lässt sich prima verarbeiten, gibt es in allen Farbvarianten und deckt gut und ist einfach ein angenehmes Zeug. Das ist schon mal das Erste. Also, ich nehme Pinsel und oder Spraydose und Acrylfarben. Spraydosen, damit gibt es so gerne mal Probleme. Hier ist zum Beispiel, erstmal muss man den richtigen Ton finden. Hier ist zum Beispiel das etwas, habe ich mir mal bestellt von Edding. Permanent Spray in Schokoladenbraun. Das ist nach RAL8017. Das ist ein recht schöner Ton. Aber der Nachteil bei dieser Farbe ist, was ich auch noch zeigen werde, sie deckt unheimlich gut. Das heißt, und es kommt einfach viel Farbe raus. Ja? Und dann hat man irgendwie alles voll mit Farbe vollgepackt. Ist aber einfacher als Pinsel. Dann habe ich hier einfach mal vom Baumarkt einen Buntlack genommen. Den finde ich ganz okay, der deckt aber nicht so gut. Einfach mal so zum Ausprobieren. Weil mein Problem besteht darin, ich wüsste eigentlich genau, welchen Farbton ich nehmen würde. Den nämlich, den ich die letzten Jahre immer in Großbritannien verwendet habe. Es gibt dort eine Spezialfirma, die nennt sich Rail Match, und die bauen eine ganze Menge an Alterungsfarben und Spraygeschichten, Acryl, alles Mögliche. Und die sind rein spezialisiert auf den, nicht nur auf den Modellbau, sondern auf den Eisenbahnmodellbau. Und die sind wirklich, wirklich gut. Das sind ganz tolle Farbtöne. Nur das Zeug kriege ich hier nicht. Und man kann Spraydosen, die ich nämlich von denen in der Vergangenheit genommen habe, kann man aus Großbritannien nicht hierher schicken lassen. Das geht einfach nicht. Ist nicht erlaubt. Ist verboten. Das heißt, mein Problem war hier in Deutschland, als ich hier angekommen bin, ich habe angefangen zu suchen und habe genau das gemacht, was ich am Anfang gemacht habe, was jeder machen sollte. Ausprobieren, was man eigentlich an Farben nehmen möchte. Und dann komme ich damit zum Ablauf des Alterns.
Das ist alles theoretische Einleitung. Wir kommen gleich zu praktischen Geschichten. Also Geduld. Mein Ablauf ist so. Ich gebe den Gleisen erstmal einen braunen Grundton. Und wenn ich Gleise sage, dann meine ich Gleise ohne Schotter. Das heißt, die Schwellen und die eigentlichen Gleise darauf bekommen einen gleichmäßigen braunen Grundton, sehr dunkles Braun. Danach, je nach Bedarf, werden die Gleise noch ein bisschen gerostet, dann wird geschottert und dann wird das Ganze nochmal leicht nachgetönt, was ich in der Vergangenheit gerne mal mit Farbpulvern gemacht habe, obwohl das auch nicht so ganz unumstritten ist. Farbpulver auf der Anlage zu verteilen ist so eine Sache. Aber das ist mein Ablauf. Also nochmal, ich verwende Acrylfarben, ich mache Spraydose oder Pinsel und was wollte ich sagen? Wo war ich stehen geblieben? Richtig, genau. Und der Ablauf ist erst das Gesamtgleis ohne Schotter, dann die Gleise nochmal leicht nachbearbeiten und dann wird geschottert und dann kriegt das Ganze nochmal einen Grundton. Das ist eigentlich ganz einfach, oder? Schritt 1, wie schon erwähnt, das Gleis wird komplett in Braun getaucht. Dunkles, schönes Braun. Ich habe hier verschiedene Varianten ausprobiert. Hier ist es ein bisschen, das ist mir viel zu hell natürlich, das ist richtiger Rost. Ein rötliches Braun, ich glaube es ist von Revell. Das weiß ich gar nicht mehr, was es war. Hier haben wir, das ist von Edding, was ich vorhin erwähnt habe. Und das hat den großen Nachteil, wenn man zu viel verwendet, und das ist der Nachteil bei Spraydosen, dann wird es hier glänzend. Das heißt, glänzende Schwellen geht natürlich überhaupt nicht. Das heißt, da müsste ich mit Matt nochmal drüber. Das wäre mir zu aufwendig. Und dann haben wir hier hinten noch eine Variante. Hier habe ich schon ein bisschen mit Rost nachgemacht. Das ist die Idee, möglichst viele Farben ausprobieren. Und um den ersten Ton, den ersten Schritt zu machen, nämlich alles in ein dunkles Braun zu tauchen quasi. Mein bisheriger Favorit bei all den Farben, die ich ausprobiert habe, kommt von der Firma Revell, wie jeder kennt, und der Ton nennt sich Lederbraun. Ich finde, das ist sehr schön. Es ist nicht allzu schokoladig, es ist ein dunkleres Braun. Es gefällt mir einfach gut und deswegen ist das im Augenblick mein Favorit, den ich nehmen würde. Es sieht dann, wenn man es aufmacht, so aus. Es ist ein sehr dreckiges, schönes Braun. Gleise sind nun mal dreckig. Und, aber das ist, wie gesagt, Geschmackssache, jeder, wer möchte. Was man dann macht, ist ganz schlicht und einfach malen. Das ist jetzt wirklich nur, also ich muss auch nicht unbedingt vorführen, wie man Gleise malt, ja. Also das ist eine einfache Geschichte, Farbe auftragen, ruhig ein bisschen großzügiger, damit es deckt, die Schwellen komplett eintunken und die Gleise auch. Welche Pinselart, welche Pinselgröße, das sind alles Sachen, die muss man ausprobieren. Man sollte natürlich dafür sorgen, dass alles auch schön abgedeckt ist. Und drauf lospinseln. Also das muss ich jetzt irgendwie nicht weitermachen. Es dürfte klar sein, worum es geht. Als nächstes warten wir, bis der Kram trocken wird. Das ist das Ergebnis, nachdem wir nun wunderbar gewartet haben, dass es getrocknet ist.
ich halte es mal näher ran, ich hoffe, das ist scharf. Alles im tiefen, dunklen Braun. So, genau so, wie ich das haben wollte. Als nächstes müssen wir uns darum kümmern, dass die Farbe hier oben nicht drauf bleibt. Dazu nehme ich immer die Gleisradiergummi. Dieser ist, glaube ich, von Pico, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnern kann. Einfach rüber. Fertig. Einfachste Sache der Welt. Bitte auf gar keinen Fall Schleifpapier für sowas benutzen. Da beschweren sich nämlich hinterher die Lokos. Solche Radiergummis kosten nichts, halten ewig. Den habe ich schon seit 2 oder 3 Jahren. Sieht gut aus. Wenn man möchte, kann man theoretisch es dabei schon belassen. Ich finde, das ist schon ausgezeichnet geworden. Und wer sich nicht so viel Arbeit machen möchte, kann es einfach so lassen. Ich habe Anlagen gesehen, wo es einfach nur einheitlich dunkles Braun war. Hauptsache der Schimmer von dem Metall ist weg. Sieht wunderbar aus, finde ich. Wenn man sich etwas mehr Arbeit machen möchte, was man natürlich machen kann, kann man die Gleise einfach nachträglich noch mit Rost versehen. Denn Gleise sind nun mal rostig. Ich habe das hier mal einfach, das ist ein Braunton von Revell. So ein helles Braun sieht verdammt rostig aus, wenn man mich mal fragt. Dafür einen feinen Pinsel, wenig Farbe. Und dann hier so entlang an den Gleisen. So sieht das Ganze natürlich noch nicht gut aus. Das heißt, man muss, das sollte man möglichst schnell machen, einfach hinterher wischen. Und bekommt dann hier einen wunderbaren rostigen, angedeuteten rostigen Ton für das Gleis. Beim Gleiseraltern zählt das Gesamtbild, deswegen ist Schotter wichtig. Ich habe hier mal probehalber Schotter dazu geballert. Und ich finde, es sieht gut aus. Schwellen sind in einem dunklen Braun, matt natürlich, ganz wichtig. Die Gleise selber haben einen leichten Rostton. Dazu der graue Schotter. Das gefällt mir sehr gut, das ist ein guter Eindruck, den ich da habe. Der große Nachteil bei dieser Methode ist, sie ist sehr aufwendig. Das heißt, man braucht länger dafür. Das Gleise einpinseln, also Schritt 1 mit der braunen Farbe, das geht relativ zügig. Beim Hinterherrosten, das dauert eine Weile und ist eine aufwendige Geschichte. Aber es bleibt einem selbst überlassen, was man machen will, wie man das machen will. Man kann es auch einfach im Braun lassen oder sich irgendeinen Ton überlegen. Man könnte natürlich auch was ganz anderes machen, nämlich Airbrush. Und dazu gleich mehr. Nochmal dasselbe bei etwas anderen Lichtverhältnissen. Ups, ich bin hier wieder am Wackeln. Damit kann ich leben. Der letzte Schritt wäre jetzt, den Schotter nochmal nachzuarbeiten. Natürlich muss der Schotter richtig verlegt werden. Zum Schotter aufbringen, dazu gibt es natürlich noch ein separates Video. Und da würde ich dann in der Mitte noch mit Farbpulver bzw. mit sehr hoch verflüssigter Farbe nochmal nachgehen. Und zwar auch je nachdem, wo sich das Ganze befindet. Natürlich sehen Gleise im Bahnhofsbereich zum Beispiel oder im Güterbahnhofsbereich anders aus als auf der Hauptstrecke. Wie eigentlich immer beim Altern gilt, finde ich, weniger ist mehr. Man kann das auch echt übertreiben und dann sieht es manchmal ein bisschen komisch aus. Aber Altern ist Geschmackssache. Was einem gefällt, das sollte man bei der Anlage draufbauen.
So, und nachdem ich nun alles in schöner Ausführlichkeit präsentiert habe, wie ich es bisher gemacht habe und wie ich es eigentlich auch vorhatte zu machen, kommt der Knaller. Ich überlege ernsthaft, mir einen Airbrush anzuschaffen. Ich habe bisher Airbrush nicht genommen, weil ich einfach, auch was das Altern, das Verwittern angeht, von Gebäuden und von Wegen, was weiß ich, von allen möglichen Kram, habe ich immer Pinsel genommen, weil ich die Arbeit mit Pinseln einfach mag. Ich habe deshalb immer gedacht, nur für die Gleise einen Airbrush anzuschaffen, dazu war ich echt zu geizig, zumal ich gern pinsele. Aber ich bin jetzt so weit, dass ich sagen würde, ich könnte mir vorstellen, mir einen Airbrush anzuschaffen und das auszuprobieren. Und da brauche ich eure Mithilfe. Habt ihr Empfehlungen? Her damit. Ich möchte gerne wissen, ob ihr mit was für Geräten ihr arbeitet und was für Erfahrungen ihr gemacht habt. Das wäre mir sehr hilfreich. Vielen Dank dafür. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, und das ist wichtig, das kann ich gar nicht häufig genug sagen, und deswegen sage ich es nochmal, das ist meine Variante oder das ist das, was ich mache. Das ist nicht die Variante, es ist nicht die endgültige Weisheit. Ausprobieren, das macht auch Spaß. Wichtig ist, die richtigen Töne zu finden, die einem gefallen, die man vielleicht auch auf Fotos gesehen hat von irgendwelchen Eisenbahnstrecken, die man gemacht hat. Ganz wichtig übrigens dabei, habe ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, hoffe ich, wenn nicht, sage ich es jetzt nochmal, Fotos bitte immer machen ohne Sonnenlicht, weil das Sonnenlicht selber gibt einem einen anderen Farbton. Oder wenn vergleichen, Sonnenlicht, Wolken, vielleicht nach Regen, man wird erstaunt sein, wie unterschiedlich die Gleise dann aussehen. Wie auch immer, Fotos machen, sich angucken, was gefällt einem, denn auch genau wie beim Schotter, es ist wirklich wichtig, den Ton so zu treffen, denn das dann nochmal nachzuarbeiten, ist eine aufwendige Geschichte. Also, das ist meine Variante, es ist nicht die Variante, ich hoffe, es hat einigermaßen funktioniert, beziehungsweise war einigermaßen lehrreich sozusagen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Cheerio.